Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Mafia 3. Ja, nachdem wir unsere gute Cassandra glücklich gemacht haben und ihr die Barclay Mills überlassen haben, sie dort zum Boss gemacht haben, haben wir Frisco Fields freigeschaltet. Dort sollten wir jetzt hin und hier mit Beer Donnelly reden. Ich bin schon mal hier rüber gefahren, hab dabei festgestellt, Freunde, müsst ihr probieren, die das Spiel spielen. Wenn man durch einen Tunnel fährt, kriegt man richtig so Rauschgeräusche im Radio. Ist nicht geil, aber ich finde es sehr realistisch gemacht. Ja, wollte ich nur mal eben gesagt haben. Ansonsten gehen wir jetzt mal mit dem guten Beer Donnelly reden. Mal sehen, was der uns sagen möchte, der Gute. Auf jeden Fall Weiber da drinne. Grüße, Empfehlungen und all das Zeug. Ganz schön weit weg von Point Verdun, oder Beer? Hab beschlossen, mich umzuorientieren. Nicht mehr viel zu holen für mich in dem Laden. Und was läuft jetzt so? Psychoaktive Narkotika. Hab gehört, das beste Zeug kommt aus Frisco. PCP. Und es schädigt mein Geschäft. Okay. Und wo ist sein Labor? Keine Ahnung. Aber vor einer Weile hat Miss Olivia Marcano einen Spitzenchemiker namens Bobby Bastian engagiert. Der hat ihren Laden so aufgerüstet, dass kleine Hersteller nicht mehr mithalten können. Die haben sogar Taxis, die das Zeug ausliefern. Ich muss zu Bastians Dealern. Vielleicht verraten sie ihn. Dann hätte ich was gegen ihn in der Hand. Es kommt noch dicker. Miss Marcano soll noch ein paar Studierte aus San Francisco geholt haben. Wenn du sie alle machst, steckt Bobby Bastian ganz schön in der Scheiße. Misch einen von Bastians Jungs auf, vielleicht erzählt er dir dann ja was Brauchbares. So, also heißt für uns, das Spielchen geht von vorne los. Oh, hier war auch eine Treppe, habe ich nicht gesehen. Habe ich einfach nicht gesehen. Wir sollen uns hier den nächsten packen. Und müssen damit dann den nächsten Bezirk freiräumen. Hier, schön hier den Informant, der wieder nicht so weit entfernt ist. Im Übrigen hat die gute Olivia Marcano im Radio gesprochen, das konnte ich euch nicht so gut zeigen, weil, Copyright und so. Aber sie hatte halt gesagt, so viele Grüße an die, an das und das, an den und den Bezirk und so ein Bratz da, keine Ahnung. Also, um es kurz zu sagen, sie schreit förmlich darum, kalt gemacht zu werden. Den Gefallen werden wir ihr tun und ihrem guten Bruder, ich glaube ihr Bruder ist das, Marcano, ebenfalls. Hat ihn auf jeden Fall wieder tot. Pass bloß auf mich auf, ja? Tot taub hier. Diese Wachposten sind echte Schisser, ne? Oh, hier. Schickes Ding. Hoffe, hier ruft jetzt keiner die Bullen wieder. Oh. So, gerade rechtzeitig. Gerade rechtzeitig, Freunde. Ist ja nicht so, als hätte ich direkt in der Tür gestanden oder so. Mann, du Penner, das ist mir scheißegal. Das kostet 3000 Flocken, ey. Eigentlich würde ich das gern machen, aber. Gott, verkauft es den Mix, wenn sie es nicht leisten können. Das sind wieder 3000. Egal, wir versuchen ohne. Jetzt sei in dem, mit dir darüber redet. Welchen davon sollen wir befragen? Was haben wir jetzt hier? Ach, Molo. Den werfen wir jetzt. Tschüssen. Mach diesen Sack voll Scheiße! Komm, hier ist jemand, der es mit dir aufnehmen kann. Hey, wo ist er? So. Ging ja gerade noch mal gut, glaube ich. Hab mich die ganze Zeit gefragt, woran mich die Wumme hier erinnert. Jetzt weiß ich es wieder an Terminator. Hier, Terminator 2. Daran erinnert sie mich irgendwie. An dem guten Arnold Schwarzenegger, wenn er da rauskommt und... Naja. Terminator 2 halt, ne? Braucht man nicht viel zu sagen. Erzählst mir besser, was Bobby Bastian so am Laufen hat. Wir haben die Drogen per Taxi durch die Stadt transportiert. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass der Boss die Einnahmen in der Taxizentrale aufbewahrt. Du arbeitest jetzt für mich. Was ist bitte mit seiner Hautfarbe passiert?
Er war richtig. Er war richtig schokoladig, der Gute. Jetzt nur Rassist und so, aber er war richtig schokoladig. Mensch. So richtig, richtig schokoladig. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Alles Tote. Hey, da muss doch da die Polizei rufen. Oh. Ja, hier gibt's noch richtig viele schöne Telefonzellen. Heutzutage, ja, sucht man verzweifelt. Oder es stehen irgendwo diese hässlichen, nur noch diese Hörer rum. Kennt ihr das? Ja, ne? Kennt ihr. Wahrscheinlich kennt ihr das. Wenn nicht, solltet ihr öfters mal auf die Straße gehen, Freunde. Oh, der Weg ist jetzt nicht besonders weit. Einmal fliegen bitte. Yippie! 300, 200. Hier rein? Oder wo? Ja, ein weiter, oder? Wie ein echtes Navi, Alter. Immer zum Kotzen. So, hier rein. Mal Schinken schön hier parken. Ja, moin. Braut da hinten gesehen? Ich glaube, die hatte keinen BH. Ich bin sicher, dass ich etwas gehört habe. Er ist der Taxi-Checker hier. Er hat die Liste in der Hand. Macht Striche. Die ganzen Möbel lagen auf. Hat mich jemand gesehen? Ja, hier, Willi hat mich gesehen. Was war das, Pumucke? Ah, der kommt nicht. Der auch nicht. Der Pfeifen war vergebens. Oh, der kommt. Was war das denn? Der kommt, der hat Bock auf uns hier, der Willi. Oh, er ist so verdammt langsam. Warum sind sie immer so verdammt langsam? Ich meine, wenn ich irgendwas höre, dann schleiche ich doch da nicht hin, wenn ich am Verdacht habe, da könnte der sitzen, der den Rest unserer Gang auch ausgelöscht hat. Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt so klug war. Ja, ging nochmal gut, haben wir Schwein gehabt. Oh nein. Ich muss wieder weg hier. Oh, der kommt von hinten, oder was? Tatsache. Hat doch Glück gehabt. Hier geht irgendwas vor. Jetzt hat er Bock. Ja, jetzt hat er wieder richtig Lust auf uns. Wir aber nicht auf ihn. Oh, den müssen wir uns anders kappen, da. Da. Ist wieder einer von der Sorte. Ich weiß nicht, ob der kommt. Ja, jetzt kommt er wieder. Ein paar Mal ist er schon nicht gekommen, die so ausgesehen haben. Deshalb bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Ja. Die sitzen. Wo sitzen die? Ach, da, er sitzt am Schreibtisch. Oh, er kommt. Was zur Hölle war das? Wie es aussieht, sieht aus, wenn der andere da hinten auf Toilette sitzt. Schön ein abseilt. Schön in der Schüssel. Dein Ernst? Scheiße. Das läuft da wieder dagegen, ne? Das kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Freunde, es kann einfach nicht wahr sein. Guckt euch das an. Ah. Was soll man dazu sagen? Was soll ich dazu sagen, Freunde? Das ist so ein Moment. Das ist so ein Moment. Das ist wirklich so ein Moment. Wirklich. Nur für seine Blödheit hat er das verdient. Nicht sie weg hier. Jo, er kann durch die Barriere gucken. Heilige Scheiße, das ist deine Leiche. Oh, oh, Scheiße! Freunde, mir fällt da nichts zu ein. Ich habe mir gedacht, ich knall sie jetzt einfach wortlos ab.
cool. Steht wieder was? Hör mal, ich weiß, dass die Bräute hier in der Gegend nicht so aussehen, als würden sie Drogen nehmen, aber es ist kinderleicht. Du klingelst an der Tür höflich und in deinem besten Anzug und erzählst ihnen, dass PCP ein tolles Medikament ist zum Abnehmen. Keine Diät, kein Sport. Die Pfunde schmelzen einfach so weg. Bis die rausfinden, dass sie verarscht wurden, sind sie längst süchtig und wir schwimmen in Geld. Geschäftsidee. Boah, da waren gleich 20.000 drin. Kein Wunder, dass alle Taxi fahren wollen, wenn man da so Asche macht. Tja, sagenhaft, du. Ah, wieder beide. Wollte gerade sagen, mal sehen, ob ich hier auf schlauere Köpfe treffe, aber diesmal bin ich der Dumme wahrscheinlich. Ah gut, der Mechaniker bleibt da hinten noch stehen. Das soll er auch. So, jetzt hat er was gecheckt. Jetzt denkt er sich, hä? Sag mal, da war doch was. Da ist doch gerade einer gestorben, oder? Da hilft doch die Sonnenbrille nicht gegen das helle Licht meiner Pumpy hier. Mein kleiner Friend. So, weiter geht's für uns. Ja, mal steck mal die Waffe weg. Jetzt werden wir gleich wieder verhaftet. Schnappen wir uns unser Kistchen. Warte mal. Können wir das da hochjagen? Nehmen wir so ein. Aha. Mal sehen. Nö. Nur das Auto ist hochgegangen. Ich habe gedacht, da dieser Kanister fliegt auch richtig in die Luft. So mächtige Badabum-Style. Aber ja, ich habe mich geirrt. Oh, darüber. Auf geht's. Ach da. Hab schon gedacht, hier ist Fehler wieder. Er schickt mich hier die Brücke runter. Dass ich da runterfalle. Müssen wir, glaube ich, gleich einen Turnaround machen, oder? Ich hab den Weg gesehen, aber ich hab gedacht, das ist so rechts-links. Also gerademäßig. Ich weiß, ihr wisst nicht, was ich meine, aber ich weiß, was ich meine. Gerade Kurve, ne? Die gerade Kurve. So. Oh ja. Gibt's auf jeden Fall wieder Menschen. Kumpel. So. Immer fangen wir hier an. Ich glaube, da ist einer drin, ne? Ja, ich lauf noch mal weg kurz. Stirb endlich, Arschloch! Ach, den muss ich töten, der ist schon hier vorne. Er ist ganz gerne mit rausgekommen. Ich hab ein Geschenk für dich, du kleiner Scheißer. Ich verkriech mich irgendwo! Scheiße! Schwanzlutscher! Vor mir gleich hinter mir! Mann gegen Mann, du ich, Motherfucker! Ja, dann, wenn ich wüsste, wo du bist, Alter. Ich gehe in Deckung! Ja, mal so ein hier. Aber da an der Tür ist einer, den habe ich gesehen. So, der hat geschmeckt, der hat komplett geschmeckt. Will sich einer anschleichen hier? Ah, habt ihr ein süßes Gesicht gesehen, mein Freund? Mach die Feuer unterm Arsch! So geil, wenn die immer rumschreien. Ich muss halt immer an wie heißt denn der nochmal? Dieser Schwatte da, dieser Kevin Hart?
Mega witziger Typ, wie ich finde. Ah, und der schreit auch immer so in seine Filme. Erst gestern einen Film von ihm gesehen. Also bei euch jetzt vor 2 Monaten. Circa. So, kann ich was kaputt machen? Boom. Da liegt noch was. Ja. Stück Schrott. Da. Da ist noch Money drin und ein Zettel. Ah, lesen wir mal. I will not be, was? Ich werde mich nicht noch einmal so beleidigen lassen. Bitte informieren Sie nächstes Mal. Bitte informiere, was? Bitte informiere Sie nächstes Mal. Achso, dass wir keine, was? Biotölpel sind, die irgendwelchen Mist in einem Wohnwagen zusammenbrauen. Wir sind erstklassig ausgebildete Wissenschaftler. Motherfuckers! So, das war's hier schon wieder, das? Ja. Wo steht hier nochmal verbleibender Schaden? Ah, 11.000. Okay, doch noch so viel. Auf jeden Fall wieder ordentlich Asche dabei. Ja, 24.000. Mir persönlich schon wieder viel zu viel. Die Hälfte verlieren wir nämlich eiskalt, wenn wir draufgehen. Dann wären aus 24.781 mal ganz schnell 12.390 oder sowas. Jetzt habe ich mir natürlich selbst ein Fettnäpfchen hingestellt. Wo musst du das hier so auf die Schnelle für euch rechnen? Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht mal genau, ob es richtig ist. Das ist jetzt so, was meine grobe Rechnung rauskommt. Ist mir auch scheißegal, ob es richtig oder falsch ist. Halt, 12.000 müssen dann weg. So einfach ist das. Und das wollen wir nicht. Weil wir hier, uns ist jeder Penny was wert hier. Frei nach dem Motto, auch Kleinvieh macht Mist. So. Schön, die Reifen quietschen hier wieder. Teilweise gibt es hier richtig tolle Autos. Richtig schön und so. So. Sind wieder jede Menge Zeugen. Ich mach das jetzt hier. Haben wir jemanden, der die Bullen in Frisco Fields zurückpfeifen kann? Huh? Oh. Kommt der auch? Wo kommt der hin? Von wo kommt der jetzt? Können doch hier nirgendwo raus, oder? Stell mir jetzt einfach hin, ich warte, bis er kommt. Der kommt wirklich. Ich werd bekloppt. Mega. Wir machen aber weiter hier, oder? Oder gibt's jetzt nichts mehr? Haben wir jetzt genug Schaden gemacht? Oder was? Aber hier steht jetzt nicht mehr, wie viel Schaden noch. Und wir können hier trotzdem noch was kaputt machen. Egal, wir machen das jetzt hier fertig. Hä? So, dein Boss ist auf jeden Fall schon tot. Ich guck mir das mal an. Jo, guck dir das mal ganz genau an. Komm her hier. Komm, put. Komm doch mal rüber, Mann, und stell dich zu mir hin, weil ich ein Messer hab. Was ist mit diesem Penner passiert? Gut. Gut. So. Gehen wir uns wieder ein hier. Der Wachposten, den schnappen wir uns so. Das sind die größten Wichs. Oh. Was denn da los, Werner? Komm rüber. Was ist das für ein Feigling? Er regt sich voll. Das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen aufpassen, da kommt noch einer. Oh, der will uns überraschen hier, der Fuchs. Ja, 5 Sekunden haben wir noch, dann gönnen wir uns den so.
So, können wir wieder gerade gehen, ne? Haben wir die letzten Sekunden noch komplett ausgenutzt. Ist wieder Asche. Ne, guck, gibt's doch genug Schaden. 350 noch. Wir müssen noch ein so ein Kistchen hier kaputt machen. Lesen wir nochmal. Boah. Wir haben ein Buch geschrieben. Uns geht langsam das was? Piperdin aus? Darum musst du für Mr. Bastian eine neue Lieferung aus Beton Rouge besorgen. Karls Krebs ist wieder aufgeflammt. Achso, Karls Krebs ist wieder aufgeflammt. Die meinen wirklich Krebs, okay. Daher wirst du die Sache mit seinem Bruder Francis durchziehen. Francis wird dich wahrscheinlich zum Essen einladen, also benimm dich nicht so, als hättest du es furchtbar eilig. Geh hin, iss sein Wels und komm wieder zurück. Seinen Wels oder Wels? Wels. Welchen Wels? Wels. Weil sie reden ja von einem Mädchen, oder? So. Dann nehmen wir das schöne Gewehrchen hier. Unser schönes Gewehr nachladen. Und wegstecken. Huch. Der Mega-Jumper. Hier sind die Anhänger moderner als die Autos, oder? Die sehen heute einfach immer noch so aus, die Dinger. Da hat sich nichts geändert. Also sind Anhänger eigentlich unter den Autos die Mafiosis. Naja, so läuft das. So. Auf geht's zurück. Dann können wir schon den ersten Zwischengegner hier wegmachen. Mensch, beruhig dich. Ich hab dir nur einen ganz, ganz leichten Lackschaden verpasst. Achso, da ist der nächste, den wir brauchen. Ich würde sagen, warum schickt uns denn unser Navi dran vorbei? Oh! Das war. Das interessiert die Polizei nicht. Okay. So. Fresh geparkt, wie es sein soll. Warum qualmt denn unser Auto so? Ist das schon wieder Schrott, das Ding, oder was? Konnte auch mal mehr einstecken, der Gute. Sehr gut. Bin beeindruckt, wie du es Bobby Bastian schwer machst. Achtet mal auf seinen dicken Onkel. Ich glaube, da ist ein Loch in der Socke. Waren ein paar schlechte Tage für den alten Bobby. Viel weniger von seinem Stoff draußen, als er und Miss Marcano das gern hätten. Was für dich gute Nachrichten sind. Naja, schaden kann's nicht. Wie sieht's im Labor aus? Ist Bastian da? Tja, und er dreht total durch. Die Makanos sind wohl nicht gerade glücklich, dass kein Geld mehr reinkommt. Tja, mal gucken, wie es ihnen gefällt, ihr Labor zu verlieren. Und Bear? Vertick, was du willst. Aber halt dich bloß fern vom Hollow. Du weißt, wo du Bastian findest. Schnapp dir den Wichser. Bobby! So, hierfür nehmen wir ihn noch. Oh, ich glaube, ich wäre schon pleite, wenn es mich jedes Mal Geld kosten würde, wenn ich ein Auto bestelle. So viele, wie ich hier schon bestellt habe. Ja. Boah, ich wusste es. Immer so. Immer wenn man irgendwo rüberfliegt, steht da hinten, dahinter an der Ampel irgendwo ein Auto. Programmiert, das Fakt, das muss so. Wenn das nämlich nicht der Fall ist. Oh, was ist denn das für ein Gebäude? Himmel, Freunde. Ich glaube, hier sind ja Vater von viele. Ich schlag ihn hier erstmal K.O. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht war. Oh, hier sind so mega viele, Alter. Trau mich gar nicht zu pfeifen, weil ich Angst habe, dass sie mich dann alle angreifen wie ein paar Bienen.
Wir sind der ruhig. Haut mir nicht ab. Wir sind ruhig. Er findet uns nicht. Er findet uns nicht. Ach du Scheiße. Okay, wo wollt ihr ihn dann suchen? Ist mir ein verdammtes Vergnügen. Wo ist es nur der hier scheinbar auf der Suche nach uns? Oder? So, er kommt, jetzt ist er motiviert. Jetzt hat er, mit Verdacht geschöpft. Und tschüss. Da hinten sucht auch einer. Oh, die suchen jetzt überall, Alter. Vielleicht ist er hier drin. Hä, sind die jetzt alle hier auf der Suche nach mir, oder was? Weil vorher bewachen sie ja eigentlich nur, da suchen sie ja nicht aktiv. Ich hab hier eine Leiche. Aber jetzt suchen sie ja aktiv. Oh, ich komme hier gar nicht hoch. Das ist ja Ärger. Ah, hier. Hier komme ich aber lang. Ich mach hier drüben weiter. Aber hier gehe ich doch weiter runter, oder? Ist hier ein extra Eingang, oder wie? Scheint so. Es scheint so, es scheint so, es scheint so, Freunde. So. Er ist scheinbar wieder auf seinen Platz gegangen, der alte Vogel. Nein. Schwanzlöcher! Ich trage jetzt ab! Oh, ich hatte gerade keine Wahl. In Position. Lass es uns zu Ende bringen. Wenn alle alarmiert sind, sehe ich keinen mehr, oder was? Oh, jetzt ist er unten wieder. Tolle Wurst. Komm, zeig her dein nettes Gesichtchen. Da von oben kommt auch einer. Bist du das, Drecksack? Ah, jetzt suchen sie nur noch, oder was? Und jetzt nicht mehr komplett aggressiv. Dann schaue ich halt woanders. Du denkst nur, du kannst dich vor uns verstecken. Ah. Ich schwöre, Freunde, ich wünschte, es gibt einen anderen Weg, das hier alles zu klären, aber leider ist euer Boss ein Arschloch. Ach, da ist er schon, den ich töten muss. Warum kommt der denn runter? Ist er bekloppt? Keine Ahnung, wo er ist. Ich gehe in Deckung. Glatter Hurensohn. Ihn haben, wenn ich fertig bin. Okay. Nein, 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 nein. Nein. Wir sind unter Beschuss. Das hier ist so, meine Wumme ist auf jeden Fall gleich leer. Von wo kommen die? Sehe ich das hier, oder? Nö, natürlich nicht. Aber auf jeden Fall eine Weste für Papa. Oh, es gibt noch eine Etage. Was zum... Ich hab meinen Mann verloren. Ja. Guck mal einer an hier, der ist da draußen.
Oh, das Gespräch haben wir auch geklärt. Huch! Schnappt euch diesen dämlichen Hurensohn! Mir geht's hier übel an den Kragen! Das für Wörter, mein Freund! Zerfetzt diesen Penner in der Luft! Er macht uns fertig! Der Penner hat mich am Sack! Er lädt nach! Schnappt ihn euch! Yahoo! So. Ich hab ihn entdeckt. Oh, hier fliegen mächtig viele Köpfe. Das sind mir die Liebsten, du. Die kommen hier angelaufen, als wären sie der Sohn von Rambo. Und wenn sie eine Kugel abkriegen, Alter, schreien sie rum, als wären sie, ja, die Möchtegern-Kinder vom Boss-Baby. Kann man das so sagen? Wo ist hier Geld? Irgendwo ist hier noch Money. Ach, da. Kann sich nicht vor mir verstecken, Geld. Oh, ich bin auf jeden Fall mutig. Mit denen ich bin auf jeden Fall mutig, meinte ich natürlich. Oh ne. Ich verpiss mich! Genau wegen dieser Dinger. Hat's ihn erwischt? Jawohl. Ja, dann machen wir das gleiche mit dir, mein Freund. Wenn du aus dem Fehler deines Freundes nicht lernen willst. Oh, da hinten ist einer und da ist auch noch einer. Scheiße, er ist weg. Ist der an uns vorbeigekommen? Okay, wo wollt ihr ihn dann suchen? So, da ist auf jeden Fall der Motherfucker, den wir brauchen. Aber da kommt schon wieder ein anderer Motherfucker. Vielleicht kommt er hier rein. Sollte er hier reinkommen, machen wir Boom. Nee, er möchte nicht. Er möchte lieber seine Kameraden zugucken, wie sie alle gestorben sind. So, kriegen wir den so, oder? Er hat einen von uns erwischt. So, hier, in dem Style. So. Molotov, alle... Oh, ich verpiss mich. Ich glaube, den haben wir erwischt, oder? Ah, ich verpiss... Er haut wirklich ab. Richtiger Kumpel. Macht, was ihr wollt. Aber überlasst mich nicht Olivia. Dir. Nein, das habe ich nicht gedrückt, Freunde. So, ich glaube, das ist wieder ein Bezirk für Burke. Weil der wieder so weit oben bei ihm da ist. Ja. 2, 2 und 2. So, Berkey Line. Wir können Frisco Fields nur halten, wenn du uns ein paar deiner Jungs rüberschickst. Keine Sorge, Junge. Sie sind unterwegs. Warte. Oh. Da sind sie wieder, die grünen Grashoppers.
wusste monatelang nicht, dass Lincoln das Massaker bei Sammy überlebt hatte und ich wusste auch nichts von seinem Krieg gegen Sal Marcano. Das FBI hatte keine Akte über Lincoln Clay und ich hatte keine Ahnung von seiner Militärausbildung. Das war ja alles Geheimsache. Sonst hätte ich natürlich nach dem Tod von Richie Doucette 1 und 1 zusammengezählt. Der gute Richie. Ob er immer noch am seine Runden am Riesenrad dreht, oder? Man weiß es nicht. Möge er glücklich und zufrieden seine Kreise drehen. Am Riesenrad. Talkt er ja. So, wir haben auf jeden Fall noch nicht alles eingesammelt. Gucken wir mal, ob es noch ein bisschen Money gibt für Papa. Wieso stehen eigentlich überall so Sprengkanister rum, die bekloppt? Das ist ja lebensgefährlich. Ganz entspannte Mucke hier. Muss auf jeden Fall gestehen, es war schon ein mächtig großes Gebäude. Komm, mach dich mal weg hier. Er schreit hier direkt rum, du. Mach die Leichen keiner weg, die bleiben jetzt einfach liegen, oder was? Da will ich runter. Oh, war ich das? Ich wollte hier nichts kaputt machen. Oder sind das hier die Neandertaler von Burke? Hallo, Mr. Clay. Hi. Ich habe gehört, dass die US-Regierung seit Jahrzehnten PCP benutzt und versucht, daraus eine gottverdammte Waffe zu machen. Was für eine Verschwendung eines perfekten Rauschs. So, haben wir den auch geregelt hier? Hoffe, der gute Burke ist nicht überfordert. Das ganze Ding zu halten. Ist ja schon ein großer Komplex. So, jetzt ist Jackie Grimaldi an der Reihe, mit dem wir uns mal unterhalten werden. Lustiger Name, definitiv. Ich beende die Folge jetzt aber erstmal. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann. Ciao, ciao.